Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Lerne, den Kurs einzuhalten, lerne, die Segel richtig zu setzen und dann kommst du sicher am Ziel an. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich hab's euch gesagt, ich werde über dieses Thema mal reden und heute ist es dran. Voll im Wind. Voll im Wind. Wer hat da schon mal eine Ahnung gehabt? Wer war schon mal voll im Wind? Ja. Voll im Wind. Ich möchte zunächst mal eine Bibelstelle lesen aus Philipper 3, Vers 12. Da steht: Mir ist klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Doch ich setze alles dran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört. Wer hätte alles gerne einen Siegespreis? Gut, das glaube ich. Aber zum Ziel hin, da muss man was tun. Und ich dachte immer, das geht alles so schön bei schönem Wetter, bis mir meine Frau letztes Jahr eine Segelreise geschenkt hat mit Seminar, mit dem wunderbaren Männercoach Dirk Schröder. Und ich kannte ihn nicht, habe dann sein Buch gelesen und wir werden das Buch auch demnächst hier haben. War sehr, sehr wunderbar, speziell für Männer, aber die Bibel ist ja auch ein Stückchen für Frauen geschrieben. Aber gut, meine Frau liest es auch gerade und das ist sehr, sehr, weil es auf Ziele hinführt. Nicht nur beten wir schnell und alles wird gut. Und ja, der Tag kam im Mai, es war dran, es war gleich nach der Israel-Reise und ja, was braucht man zum Segeln? Normalerweise dachte ich, schönes Wetter. Ich schaue auf meine App, an dem Gebiet, wo wir unterwegs waren, schlechtes Wetter, sehr schlechtes Wetter. Ich hatte die Lösung, meine Schwiegermutter, die immer betet für mich, fürs Missionswerk und für so viel. Sagst du es der Schwiegermutter, bete für gutes Wetter, weil ich möchte, dass so richtig schön wird. So eine ganze Woche mit den Männern, mit 10 Männern auf einem Boot, die alle in irgendwelcher Führungsverantwortung sind. Und so bin ich dann dorthin gegangen und wir sind auf das Boot gegangen, in dem Charterhafen, das war ein gemietetes Boot und Lieben, und dann war krass, es lag auf dem Boden von diesem Boot diese Matte und darauf steht, The King is here. Und ihr Lieben, es war ab dem Moment, als wir auf diesem Boot waren, Herrlichkeit Gottes da. Ohne Stunden Lobpreis, ohne Stunden Gebet, es war einfach Gottes Gegenwart da. Und wir sind losgefahren aus diesem Hafen hinaus und ihr Lieben, und es war super schönes Wetter, wie ihr hier sehen könnt. Ganz, ganz tolles Wetter. Und wenn man bei solchem Wetter fährt, ja, hat es keinen Wind. Aber das war nicht schlimm. Ich war begeistert. Ich liebe eh Wasser, wenn das Wasser nicht im Keller ist, also im Meer. Liebe ich das sehr und wir hatten den Motor an und sind da ganz gemütlich in eine Bucht gefahren und es war schön, erstmal alles kennenzulernen, welcher Strick, welches Seil, welches Segel und so alles, also die ganzen Informationen, das ist so eine Art wie ein Strickkurs, ihr seht hier also viel, was man da lernen konnte, aber wir sind so gemütlich bei strahlendem Sonnenschein in eine Bucht gefahren. Und ihr Lieben,
Es war schön mit den Männern zusammen. Wir haben gekocht, wir haben geputzt, wir haben eingekauft, einkaufen. Lieben Frauen, ich schätze euch so sehr. Mit 6 Männern haben wir 2 Stunden eingekauft. Wir haben es begonnen. Der erste sind lauter Geschäftsleute gewesen. Der erste ging gleich in die Info und hat um Rabatt gefragt, den wir aber da nicht bekommen haben. Und dann haben wir 6 Wägen gefüllt, voll mit Proviant für eine Woche. Und da bis zum Hafen waren so 200 Meter Bundesstraße, sind wir mit dem Einkaufswagen auf der Bundesstraße gefahren. Okay, habe ich auch noch nie gemacht. War ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, wir waren da in einer schönen Bucht, die ich euch auch hier zeige. Da waren wir eine Nacht, haben da praktisch festgemacht und hatten morgens eine wunderbare Andacht. Bei uns sind die Tränen geflossen, so war Gegenwart Gottes da. Wir haben nicht über Finanzen geredet oder über Geldbeutel, nein, wirklich über Gottes Herrlichkeit. Aber es kam so, die Herrlichkeit Gottes, dass wir mussten einfach weinen, fast jeden Tag. Ja, es war so herrlich. Und ihr seht hier, schönes Wetter, schöne Bucht und so idyllisch ist es dort. Und wir haben Geschirr gespült und was man so tut. Und auf einmal ruft der Skipper. Der Skipper ist ja der das Boot fährt oder das Boot steuert, die Verantwortung trägt, der auch zu uns gesagt hat, Leute, ich bin hier, ich habe hier die Verantwortung. Wenn da jemand irgendwo das anders meint, der wird beim nächsten Hafen ausgeladen. Und das war für mich aber auch eine Botschaft. Wisst ihr, im Reich Gottes ist es oftmals so, Herr, danke, dass du mein Herr bist, aber ich mache das so, mache das so, mache das so. Und das war so richtig klare Ansage und so hat es auch funktioniert. Ja, nach der Andacht oder so kurz am Ende sagt der Skipper, Leute, da vorne kommen Wellen, es kommt Wind. Und wisst ihr, was ich gesehen habe? Gewitterwolken. Dann denke ich, oh nee, Schwiegermutter, bete. Das Wetter schlägt um und ich sage noch, oh nee, jetzt fahren wir hier raus, guck mal das Wetter an. Dann sagt einer, bei schönem Wetter hast du kein guter Wind. Wow. Und ihr Lieben, das ist eigentlich der Inhalt der Predigt. Beim schönen Wetter hast du keinen guten Wind. Dann habe ich mal drüber nachgedacht, dann denke ich, ah, der hat ja recht. Gestern hatten wir so schönes Wetter, wir sind so schön dahin geschippert und es war so gemütlich, aber es ging nur mit Motor, also sonst sind wir nicht vorwärts gekommen. Wir fuhren raus auf das Meer und haben dann wirklich volle Kraft voraus, wie ihr gerade hier seht, volle Kraft voraus gefahren. Das Boot ist wirklich so, wisst ihr, wie es die Frauen gerne haben, so auf so 45 Grad und es ging wirklich ab. Und ihr Lieben, wir Männer haben das genossen. Wir mussten, wo wir angekommen sind, erst wieder aufräumen, weil unten sind die ganzen Polstern, war ein Berg, da hatten wir so, wisst ihr, so wie Schweizer Berge waren, unten das ganze Polster. Aber es war wirklich herrlich, aber ich möchte noch eins vorweg schicken. Der Skipper hat uns erklärt, dass das Boot nicht kentern kann und dass wir volle Kraft vorausfahren können. Dann hat er uns erklärt, dass das Kiel, und darum bin ich so dankbar, dass ich heute so ein Boot geschenkt bekommen habe, das Kiel ist ja da unten, das Fundament eines Schiffes. Und da gibt es dann dieses Schwert, habt ihr bestimmt schon gesehen, bei den meisten Segelschiffen sehr, wie ein Schwert, sehr, sehr groß. Und dieses Schwert hat einen Sinn. Und das ist so konstruiert bei diesem Boot, dass wenn du volle Kraft vorausfährst und je steiler es ist, desto schneller fährst du, desto mehr nützt du den Wind aus.
Und wenn es zu kentern droht, in dem Moment kommt das Kiel aus dem Wasser und das Boot dreht sich in den Wind und steht. Also kannst nicht umwerfen. Wir mussten das ausprobieren. Wirklich an die Kante fahren und mussten das ausprobieren. Es war einfach herrlich. Aber was das auch schon zu mir geredet hat, ihr Lieben, das Kiel ist das Fundament. Man sagt auch, es ist das Rückgrat eines Bootes. Und der Skipper hat uns gesagt, je größer das Gewicht ist, je größer der Tiefgang ist, desto mehr können die Segel Wind aufnehmen. Desto mehr kann man in Fahrt kommen. Und das ist das auch für unser Leben. Ihr Lieben, wenn wir Tiefgang haben, kann der Wind kommen und es haut uns nicht gleich aus der Spur. Und dieses Kiel, dieses Schwert, das hier unten ist, das ist auch für mich sehr bedeutend gewesen. Das Schwert, ihr Lieben, das ist etwas, wo so ins Wasser rein und müsst euch vorstellen, da bläst der Wind drauf. Normalerweise, wir kennen es von den Schiffchen in der Badewanne, da bläst du und dann bläst das ganze Schiff bläst's weg. Aber hast du ein Schwert unten, das richtig das Meer sozusagen durchschneidet, dann drückt das ganze Boot gegen das Schwert, aber du kommst vorwärts, weil das drückt nicht sehr zur Seite, sondern der Wind, der nach vorne bläst, der dich nach vorne bringt, bringt dich eigentlich zum Ziel. Das war für mich schon die erste Botschaft, ihr Lieben. Also, oder die zweite. Das erste war, bei schönem Wetter hast du nicht richtig Wind zum Segeln. Ja, die zweite war wirklich mit diesem Schwert, mit diesem Kiel, wenn wir ein Fundament haben, dann drückt uns der Wind nicht beiseite, sondern wir bleiben in der Spur. Und als wir da so gefahren sind und wisst ihr, das, was so richtig Spaß macht, sollte nie aufhören, aber es hat aufgehört und der Wind war weg. Und wisst ihr, was wenn ein Wind weg ist und das Wetter noch nicht gut, dann schaukelt das auf alle Seiten. Und das war für mich schwierig. Ihr kennt das Wort seekrank? Also, mir wurde es schlecht. Man hat es mir angesehen, ich habe einen 10-Liter Baueimer bekommen. Daniel, für alle Fälle, hast du jetzt einen Eimer? Und ich sah den Eimer und dachte, warum hat man den Eimer in der Hand? Und es war, oh ja, also ich sah das Frühstück wieder. Und es war wirklich, und wisst ihr, wenn das so rauskommt, das kommt so mit, ja, nicht netten Ton raus. Die ganze Crew hat nach vorne rausgeschaut. Der Skipper sagt, schau auf die Windrichtung, dass nicht jeder was abbekommt. Ja, schau auf die Windrichtung. Und ja, und dann war neben mir ein Arzt, der gerade am Ruder war. Und der hat das Produkt gesehen und tat dasselbe. Und ja, also uns war es, also fast allen so richtig schlecht. War mir aber auch eine Botschaft. Ich habe nicht aufgegeben, weil das, ja, also es macht richtig Freude und Spaß. Aber in dem Moment dachte ich, ich möchte an Land, ich möchte in den Hafen. Und dann wollten wir eine Bucht anfahren, die haben wir nicht geschafft, weil es so geschwankt hat. Dann sind wir in einen großen Hafen reingefahren. Und dieser große Hafen sah so schön aus, so idyllisch. Da waren, war so richtig, ist so ein richtiges schönes Feriengebiet. Wir sind dort hineingefahren, haben unser Boot festgemacht, vorne zwei Seile, hinten zwei Seile und haben da so richtig, richtig das Boot festgemacht und dann saßen wir hinter dem Boot. Ich habe hier ein Bild davon. Wir saßen hinter dem Boot und haben vorwärts auf die schwankenden Masten geschaut. Wisst ihr, da brauchst du kein Alkohol. Und wenn es dir da schlecht ist, und sowieso war bei uns Alkoholverbot an Bord, weil bei solchen Sachen sind meistens die weltlichen Leute, die haben sehr viel Alkohol da am Start. Und wir hatten eigentlich keine Probleme, das auch ohne Alkohol zu tun. War richtig, richtig schön. Ja, wir saßen da
Und da kam ein super Gespräch zustande. Ich hatte jemanden zur Seite, dem es auch schlecht war, der sehr enttäuscht war über die Christen und noch nicht gläubig, sehr enttäuscht war über die Christen, weil die so Übles seiner Frau angetan haben und so schräg drauf waren. Und dann sage ich, ja, ich habe schon Ähnliches erlebt und habe ihm wirklich dienen können in dem Moment. Und für lauter Dienen auf einmal ging es mir wieder richtig gut. Und dieser liebe Kerl, der hat dann auch am Ende der Reise wirklich noch auch Jesus angenommen und hat gesagt, den Jesus brauche ich. Er hat gesehen auch, wie man so wunderbar zusammen sein kann über diese Zeit. Aber ich möchte nicht über diesen Menschen reden, sondern über das Erlebnis. Was dann war, es war Abend und wir haben wirklich nicht auf dem Boot essen können, weil der Herd und alles, wisst ihr, so blitzplatsch und vor und zurück und zurück und vor. Und dann hatten wir im Restaurant was gegessen und sind dann ins Bett. Und wenn du liegst, kannst du es am besten ertragen, wenn die ganze Kiste schwankt. Morgens um 5 wache ich auf und denke, Mann, da muss man doch was entwickeln, was Technisches. Da könnte man doch irgendwie wie ein Containerhafen die Schiffe hochheben und sie in Regale stellen. Und dann hätte man es doch so richtig schön im Hafen und wird nicht so verschaukelt. Und habe mir so überlegt, weil es hat so ein paar schwäbische Düftler noch an Bord gehabt, sage ich, ach, mit dem könntest du doch so eine Firma aufmachen, so ein Boot-Parking-System oder was auch immer. Und während ich da so meinen Fantasien rummache, sagt der Herr zu mir, Daniel, dieses Boot ist nicht für den Hafen bestimmt, es ist für das Meer bestimmt, zum Vorwärtskommen. Und ihr Lieben, dann hatte ich so von Gott gehört, ich kam nicht mit zum Schreiben, mein Nebenkumpel, der mitten der Koje, der schlief noch, der hat noch so ein paar Bäume umgesägt, während ich da geschrieben habe. Und ihr Lieben, das Boot ist nicht für den Hafen bestimmt. Und wenn ich das Boot abends gesehen habe, wie dicke Seile gekrächzt oder geächtzt haben und ich gebetet habe, oh Herr, lass diese Seile halt eine ganze Nacht, und dieses Boot hatte 24 Tonnen und da zerrt was und vor und zurück und rauf und runter, und das ist wie so ein Löwe, den du anbindest und der weg will. Und Gott sagt echt zu mir und sagt, Daniel, dieses Boot ist für die Fahrt bestimmt. Und dann hatte ich, wie gesagt, hat Gott mir eins nach dem anderen gezeigt, was das ist, wenn wir, ihr Lieben, als unser Leben, dieses Boot, wenn wir im Hafen bleiben, sind wir ein Museum. Stimmt's? Dann kann man es besichtigen, kann sagen, guck mal, so ein Segel, so schwer, so breit, so groß, und guck mal, was wir haben sogar eine Küche an Bord und wir haben das und jenes und das haben wir und jenes. Und du kannst das alles besichtigen, aber es ist ein Museum, wenn du nicht rausfährst. Und es ist eine Schaukelei. Und im Hafen wirst du nur verschaukelt. Und wisst ihr, ich habe das so für uns Christen gesehen, wenn wir nicht rausgehen und den Wind gebrauchen, zum Vorwärts zu kommen, dann sind wir ein Museum und man sagt, ach guck mal, wie gut der beten kann, schau mal, wie gut der das machen kann und schau mal, wie das und jenes. Ihr Lieben, wenn du draußen auf dem offenen Meer bist, bist du wirklich in der Hand des lebendigen Gottes und nicht bei denen, die nebendran sind. So, draußen auf dem Meer bist du für dich und du bist dir selbst überlassen und es geht draußen vorwärts. Und wisst ihr, wann es nur vorwärts geht? Nur mit Wind. Und mir war das sowas von eindrücklich, ihr Lieben. Nur mit Wind geht's vorwärts. Und dann sind wir wirklich rausgefahren und schade, ich habe ein ganz super Bild nicht dabei, das habe ich vergessen reinzukopieren. Ihr Lieben, wir sind dann im Hafen gewesen und der Skipper sagte, wir tun jetzt alles, was uns bedrückt,
hier symbolisch ins Meer werfen, auf dieser Seite. Und da haben wir alles, was uns so in den Sinn kam, ins Meer geworfen. Dann sagt, und jetzt drehen wir uns um, gehen auf die andere Seite und empfangen von Gott. Da hat Gott geredet. Herrlich. Und ihr Lieben, ich rate euch auch, wirft alles weg, was euch betrifft und sagt, Herr, füll das, was jetzt leer geworden ist. Füll das auf. So gut ist Gott, wenn wir unterwegs sind. Aber wichtig ist, ihr Lieben, dass wir wieder Fahrt aufnehmen. Und ich bin zurückgekommen, habe noch meine Frau begeistert und sage, Schatz, nicht den Wind nehmen als Probleme, oh, schon wieder das und schon wieder jenes, sondern danke Herr, wir nehmen diesen Wind, um vorwärts zu kommen. Wir nehmen dieses Problem, um vorwärts zu kommen. Wir setzen die Segel richtig, dass wir vorwärts kommen. Und ich sage dir auch, setze deine Segel richtig und dann kommst du richtig vorwärts. Und was mich begeistert hat, am Ende der ganzen Reise, ihr Lieben, was mich da begeistert hat, wir mussten zurück wieder an den Ausgangshafen und der Ausgangshafen lag gerade dort, wo der Wind herkam, also gegen den Wind. Ich habe schon mal gehört, du kannst gegen den Wind segeln, aber ich wollte es wissen. Und ich habe selber ausprobieren dürfen, ihr Lieben, Segel setzen so, dass man gegen den Wind fahren kann. Du musst, es heißt, man muss kreuzen, immer so vorwärts fahren. Also so schräg gegen den Wind und du kommst nach vorwärts. Kreuzen. Ihr Lieben, wenn wir gegen den Wind unser Leben vorwärts bewegen, brauchen wir das Kreuz. Du musst kreuzen. Und ich habe erfahren, was ich nie dachte mit einem Segelschiff, du kommst an jede Stelle, wo du möchtest. Manchmal nicht schnell, wenn es Gegenwind ist, dann musst du mal so, bis du vorne bist und dann fahrst du so ein Stück rüber. Aber es ist deine Entscheidung, dort, wo du das Ziel verfolgst, dort kommst du auch hin. Wir haben jedes Ziel erreicht. Manchmal war es mühsam, manchmal war Flaute, wo es geheißen hat, ja, dann haben wir Mann über Bord geübt auf dem Meer, weil ja, mit 0,7 Knoten bewegst du dich nicht mehr so sehr vorwärts. Aber ich sage dir, manchmal musst du auch solche Dinge tun oder bleibst du stehen, mittel auf dem Meer. Und dann sagst du, Herr, schenk wieder, schenk, dass ich vorwärts komme und schenk, dass es richtig abgeht. Und dann kommt ein Wind, der, oh Herr, löse meine Probleme. Herr, ich habe da Probleme, dort Probleme. Der Herr sagt, was willst du jetzt? Ich habe jetzt Wind geschickt und jetzt kannst du vorwärts kommen. Und wisst ihr, man kann im größten Wind das Boot so stellen, dass es sich nicht vorwärts bewegt. In den Wind stellen, ein Segelboot. Das macht man, wenn man Segel setzt. Ihr merkt, ein bisschen habe ich jetzt Erfahrung. Wenn man Segel setzt, stellt man das Boot so hin, dass die Segel nicht den Wind abbekommen, sonst zerreißt es alles. Ja, was machst du, wenn Wind da ist? Stellst du dein Boot so in den Wind, dass es nicht angreifbar ist? Oder sagst du, oh Herr, danke, dass du das nimmst. Das nehme ich jetzt, um richtig vorwärts zu kommen. Und ich garantiere euch, dass so gut wie jeder, auch die Frauen Spaß dran hätten, wenn du nach so einer Flaute auf einmal wirklich so auf dem Boot stehst, weil es richtig abgeht, weil du sagst, wow, guck mal, wie wir vorwärts kommen. Und ihr Lieben, für mich ist das so ein Bild für unser Leben, dass wir, und nimm heute eins mit nach Hause, wenn du Gegenwind hast, wenn du Probleme hast, nimm das als Wind und sag, Herr, danke, zeige du mir, wie ich richtig die Segel setze, dass ich vorwärts komme. Und wenn du da an den Ruder stehst, das ist ein herrliches Gefühl. Und dann beginnst du mit den Kollegen, die da irgendwo auf der Matte liegen und gemütlich machen, fängst du ein Gespräch an. Wenn du nur ein paar Sekunden auf was anderes schaust, bist du sofort vom Kurs weg. Bist du sofort weg. Und der Skipper sagt dir, schau da vorne, du siehst da die Einbuchtung im Gebirge, peil das an, bis ich dir wieder andere Anweisungen gebe. Und du bist dauernd am Korrigieren. Dauernd am Korrigieren. Und
dann geht die Welle rauf, runter und wisst ihr, das Boot setzt dann so auf oder setzt so auf, du bist dauernd am Korrigieren. Und ihr Lieben, das ist auch das Bild für unser Leben. Nicht am Sonntag korrigiere ich. Jetzt haben wir wieder ein ganz tolles Gebet gesprochen. Mein ganzes Leben, jetzt bin ich wieder auf der Spur. Jetzt habe ich eine Feuerkonferenz erlebt. Ich bin wieder auf der Spur. Die war mega stark. Ich sage dir, jeden Moment in deinem Leben, kleine Korrekturen, kleine Korrekturen. Es ist manchmal, wisst ihr, gut, meine Frisur, da geht nichts mehr durcheinander. Aber vielleicht tut es deine Frisur verwehen oder du hast ganz verbranntes Gesicht, weil die Sonne so stark brennt oder was auch immer. Es ist wie im richtigen Leben. Aber ich sag dir, lass das alles gut sein, sondern sag, Herr, ich blicke auf das Ziel und da ein bisschen, dort ein bisschen. Und dann kam auf einmal ein Netz, war ausgespannt, das gar nicht markiert war. Und wenn man da nicht vorwärts schaut, dann ist man mitten im Netz drin. Und wenn man im Netz mit so einem Schiff drin ist, ist nicht so angenehm. Und wisst ihr, der Feind tut auch manchmal so Netze irgendwo. Schau mal, der fährt so richtig auf das zu. Schau mal, und dann musst du ein Stück umfahren und vorne wieder rüber. Und die Sache funktioniert. Und ihr Lieben, das wollte ich euch heute wirklich sagen. Setzt die Segel richtig, wenn es stürmisch ist. Und ich sag ihr, er kommt ans Ziel. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.